volle Futterwaage. Das sind bestimmt 2,5 Kilo Honigdörner. Die Königin, die fängt immer in der Mitte zum Legen an mit den Eiern. Legt da rundherum. Und genauso das Ei steht so drinnen. Nach 3 Tagen legt sich das Ei. Bis zu 3 Tage. Dann wird's praktisch, dann kommen die Arbeiterin dazu, legen einen Futtersaft dazu. Dann legt sich das Ei und wird zur Made. Und in dem Futtersaft schwimmt diese Made drinnen. Da außen sieht man diese gelben Tropfen drinnen. Das ist der Pollen, das die Bienen reintragen. Und ihren Höschen. Die kommen rein und stampfen das da rein. So rundherum. Die wird gefüttert. Die Königin wird gefüttert. Und die Männer werden auch gefüttert. Also die Männer machen nur sind nur für die Begattung. Jetzt kommt's raus. Und die Männer werden jetzt quasi schon rausgeschoben und entfernt aus dem Stock. Weil man den nicht mehr braucht. Da ist ab Ende Juli so die verhungern. Die verhungern. Genau, die sterben weg. Da gibt es die Drohnenschlacht, sagt man da. Da kann man zuschauen, wie die Drohnen vorne ausgeschoben werden. Total spannend. Das ist alle geil da.